Kompanie 2. Run! Kompanie 2, morgen! Morgen! Bonjour! Bonjour! Buongiorno! Buongiorno! Bundi! Bundi! Heute, spezieller Tag für uns, hier in der Genieschule 73. Besuchschefin Fabes, Frau Bundesrätin Viola Amherd. L'Assemblea federale ha eletto con 148 voti. Gewählt ist mit 148 Stimmen Viola Amherd. Viola Amherd. Am 5. Dezember 2018 wählt das Parlament die Walliserin Viola Amherd in den Bundesrat. Im Vorfeld der Wahl hatte man die CVP-Nationalrätin in der Walliser Presse noch als ein linkslastiges Mauerblümchen bezeichnet. Doch jetzt feiern sie im Kanton. Vor allem in Brieg, wo sie 12 Jahre Stadtpräsidentin war. Viola Amherd, was ist das jetzt für ein Gefühl? Ich erlebe es etwas. Frauenpower in der Simplonstadt. Der große Wermutstropfen. Für die Neue im Bundesrat bleibt nur das unbeliebte Verteidigungsdepartement, das sonst niemand will. Genau der Moment, wo ihr gewusst habt, jetzt bin ich die Verteidigungsministerin. Wie war die erste Reaktion? Ja, ich habe es aber schon ein bisschen erwartet, dass es so an die USA kommen könnte, wenn man die Konstellation hat angeschaut hat. Und dann habe ich gedacht, ja, nur jetzt. Jetzt ist es so. Dann mache ich das. Ah. Aber stell mir das hier so ein bisschen vor, früher als Kind beim Sport, wenn du der Erste gewählt und der Zweite und der Letzte bleibt dann stehen. Ja, ich vielleicht muss ich so sagen. Ich weiß es nicht. Im Sport bin ich eigentlich in einer Mannschaft, die nie als Letzte gewählt wurde. Sportlich ist sie, die neue Verteidigungs- und Sportministerin. Hier auf der Bettmeralb im Oberwallis verbringt sie seit früher Kindheit ihre Ferien. Ich selbst bin hier aufgewachsen, doch unsere Wege haben sich nur ein einziges Mal gekreuzt. Auf dem Tennisplatz. Ich kann mich noch erinnern, ich war 1984. Da waren wir zusammen im Team, im Blaustoppel. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das mag ich mich nicht erinnern. Ich mag mich daran erinnern, dass im Blaustoppel mal ein Team war mit dem Stubbachwiese, ja. Mit dem Wirt von der Walliser Stuba. Ihr seid damals die beste Tennisspielerin hier in der Region. Ja, das weiß ich. Oder nicht. Oder eine der besten. Ich war R3 klassiert. Ja. Ich habe Interclub gespielt, viele Jahre. Aber es hat sicher eine bessere noch gegeben als mich. Ja. An unser gemeinsames Tennisdoppel kann sie sich zwar nicht mehr erinnern. Doch sie hatte sich dazu bereit erklärt, dass ich sie 2 Jahre lang mit der Kamera begleite. Meine zentrale Frage ist, wie wächst man hinein in die Rolle einer Verteidigungsministerin? Als Frau ohne militärische Erfahrung. Ich war eher armeekritisch. Wieso? In meinen jungen Jahren. Irgendwie, ich habe es auch nicht gekannt, ich habe den See nicht so gesehen. Chefin des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, VBS. Zum ersten Mal überhaupt gibt eine Frau hier den Ton an. Ihr Bundesratsweibel, Martin Siedler, ein ehemaliger Schweizer Gardist. Laptop läuft, oder? Laptop läuft, ja.
Sobald die Technik läuft, muss sie sich in die neuen Aufgaben einlesen. Schon jetzt ist klar, an welchem Geschäft ihre erste Amtszeit gemessen wird. Eines der grossen Themen, das natürlich auf dem Tisch ist, wo ich mich jetzt schnell einschaffen muss, ist sicher die Beschaffung von Infrastrukturen zur Sicherung des Luftraums, also neue Kampfflugzeuge, Boden, Luftverteidigung. Das ist ganz ein grosses und ein wichtiges Dossier. Da werde ich mich einschaffen. Und da gibt es viele andere. Ich habe schon für die erste Bundesratssitzung ein Geschäft, das ich da vertreten muss. Und jetzt eins nach dem anderen. Guten Morgen. Salut, Toni. Hallo. Ja, dir auch. Merci. Toni Eder, Ihr neuer Generalsekretär. Gut, das ist schon Mappa mit. Ja, der was, weil wir das anschauen. Ja. Der erste Tag im Büro und die Bundesrätin hat einen persönlichen Bezug zur Armee. Was natürlich mich am meisten geprägt hat, ist natürlich schon die Unwetterkatastrophe am 93. Fabrik, wo ohne die Unterstützung und Hilfe der Armee die Gemeinde, ja, mit wäre, da kann man wirklich sagen, Sumpf. Aus diesem Sumpf wäre ich rausgekommen. Wenn man gesehen hat, das Geschiebe, das ganze Material, das kam, das Wasser. Wenn nicht sofort die Armee wäre ich gekommen, auch mit grossen Maschinen, mit Leuten, nachher der Bevölkerungsschutz, Zivilschutz, der euch geholfen hat, wäre ich da nie aus diesem Problem rausgekommen. Und in dem Sinne sehe ich ganz eine wichtige Funktion von der Armee, einen grossen Wert, neben sonst der Sicherheit, die natürlich gewährleisten für unser Land. Ein kalter Januartag 2019. Die neue VBS-Chefin ist erstmals auf Besuch bei ihrer Truppe. Die Armee ist beim WEF in Davos im Einsatz. Angeflogen kam sie, Symbole sind ja wichtig, mit einer reinen Frauen-Helikopter-Crew. Hervorragend, dass jetzt eine Frau an der Spitze ist, dass wir dokumentieren können, wir sind für alle da und dass wir vielleicht auch das Frauliche ein bisschen reinbringen und die eine oder andere Sache weiterentwickeln, vielleicht ein bisschen auf eine feminine Art und Weise, aber sicher sympathisch und sicher zielführend. Die SRF-Kollegin fragt die neue Verteidigungsministerin nach ihrer Vision für die Schweizer Armee. Jetzt, wir Frauen schauen die Sicherheitsfragen ein bisschen anders an. Wir sind in einer anderen Erlebniswelt. Was muss Ihrer Meinung nach eine gute Armee erfüllen? Also ich denke, was das Sicherheitsbedürfnis und das Sicherheitsgefühl angeht, sind glaube ich Männer und Frauen nicht verschieden. Wir wollen alle in einer sicheren Welt leben. Und das ist auch die Aufgabe der Armee, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Sicherheit, der kleinste gemeinsame Nenner. Bei den Soldaten kommt Viola Amherd offenbar bereits gut an. Montag, 18. März 2019, früh am Morgen. Viola Amherd ist mit ihrer persönlichen Beraterin Brigitte Hauser unterwegs nach Bern. Ruhe hatte sie an diesem Wochenende kaum. Am Sonntag musste sie sich als Sportministerin zu einer heiklen Sache äußern. Und zwar wegen dieser Fußballrandale in Sitten. Chaoten der Grasshoppers Zürich provozierten mit Petarden einen Spielabbruch. Aber darum geht es nicht, dass ich jetzt so Match oder so zu gehen. Mal, das schon, wenn ich mal nur eine Kollegin war, bin ich mal in den Cup-Final gegangen. Das erste und letzte Mal. Ja. Nachher dann nochmal da offiziell, aber das ist mir immer andere Rolle. Da hängst du noch Tag von drei gekommen. Ja. Da hängt er gewiete und die Flaschen mit angetrieben. Wenn der Match hat angefangen, hängst du im Boden gelegt und sind voll gewesen. Ich bin ständig der Angst, eine Flasche aufzumachen. Wie fühlst du das an? Ja, das gehört einfach zum Geschäft. Und solange das, die Schlagzeilen gut sind, fühlt es sich natürlich auch gut an. Das ist klar, aber
Da wird euch anders kommen im Verlauf der Arbeit, die man hat. Jetzt hat der Blick geschrieben, ihr gebt den Tarif durch. Was heisst das konkret als Sportministerin? Ja, als Sportministerin kann ich diesen Clip natürlich nichts vorschreiben. Aber als Sportminister ist für mich wichtig, dass Sport eben Sport bleibt, dass man das nicht für das Randalieren missbraucht. Und solche Veranstaltungen ausnutzt, für wirklich Krawall zu machen, das kann es nicht sein. Und ich habe das Interesse daran, dass der Sport gut läuft, dass er die Funktion des Breitensport und des Spitzensports wahrnimmt und den Leuten, der Gesamtbevölkerung, etwas bringen kann und nicht Schaden machen. Dann die Hauptaufgabe des Tages. Medienkonferenz zusammen mit Vertretern des Rüstungskonzerns RUAG. Der bundesnahe Betrieb ist seit längerem nicht mehr nur Armeeausrüster, sondern ein international tätiger Technologiekonzern. 2015 hatten Hacker monatelang die Computersysteme der RUAG attackiert. Über 20 GB Daten, auch aus der Bundesverwaltung, wurden von den Spionen kopiert. 2016 wurde eine Cyberattacke auf die RUAG entdeckt. Sie hat deutlich gemacht, dass sich im Laufe der Jahre die Strukturen zwischen der Unternehmung mit ihren weltweiten Standorten und dem VBS zu eng verflochten haben. Insbesondere die Informatik war anfällig geworden. Das war auch ein Sicherheitsrisiko. Nicht nur, aber auch wegen dieser Spionage soll die RUAG teilprivatisiert und somit auch ihre Informatik vom Bund getrennt werden. Davon will sie alle überzeugen. Ja, der Bund will die RUAG aufteilen, aus Gründen der Sicherheit. Ja, wir teilen die RUAG auch aus verschiedenen Gründen. Erstens Sicherheit. Das Ziel ist insbesondere, dass wir eine höhere Sicherheit gewährleisten können. Aber ist sie denn überhaupt selbst überzeugt? Wenn ich eine Funktion habe, will ich die richtig und gut machen. Und dann setze ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wenn ich jetzt etwas hier müsste vertreten, das absolut gegen mein Gewissen geht, dann würde mir das schwerfallen. Aber das sind jetzt Themen, wo ich mich reingeschafft habe, euch viel Neues haben müssen oder kann noch lernen, wo ich vorher vielleicht ein bisschen oberflächlich angeschaut habe. Etwas lernen will die neue VBS-Chefin auch hier bei den Soldaten der Genieschule 73. Diese schauen dem Besuch gelassen entgegen. Geschossen wird nur auf dem Handy. Und mir? Mann! Und was macht dir mehr Spass? Am Handy oder im Wald? Ja, am Handy musst du eben nachher das Gewehr nicht putzen. So? Ja? Das haben wir kurz vorbereitet, ein paar Erfrischungen. Wir haben uns vorstellen, dass sie auf dem langen Weg fahren. Am Verhungern bin. Genau, verhungern sind. Hey, das ist immer so schön hier. Ja. Gut. Also, Martin. Guten Tag, wohl. Guten Tag. Martin, guten Morgen. Gut, geschätzte Frau. Guten Tag, wohl. Ich würde Sie gerne orientieren über meinen Zug und unseren momentanen Arbeitsplatz. Dann haben wir hier gerade den Wachmeister Niederhausen, der seine Gruppe jetzt gerade der Benzinbohrmaschine am Erklären ist. Mhm. Und im Hintergrund der Wachmeister Holt, der den Trennschleifer erklärt. Mhm. Gut. Jetzt würde ich Ihnen gerne. Der Meister wird euch noch erklären, der Trennschleifer. Da weiß ich nicht, was das ist. Der neuen Chefin wird erklärt, wie die Genietruppen arbeiten. Und das sehr detailliert. Es sind zwischen 80 und 80 Tonnen. Jawohl. Im Ausnahmefall auch 120 Tonnen können drüber fahren. Sogar. Genau. Mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Jawohl. Genau. Super. Denn die ganze Gruppe ist noch zu sagen, es ist eben eine schnelle Gruppe. Das heisst, wir bauen die hier in 3 Stunden über das Brückli. Mhm. Und über die gesamten 46 Meter bauen wir sie in 4 Stunden am Tag. Mhm. Das Fahrzeug ist ein normaler Strassenzug. Das sind einfach mit Schweizer Federstrasse normal. Ja. Gut, haben Sie noch Morgen geht es zu dieser Post. Ja, Moment, nicht. Ich habe die Bestellung gar nicht gehabt. Merci. Danke schön. Guten Tag, wohl. Viola Amherd sagt über sich selbst, sie habe einen guten Sinn für Humor. Das ist jetzt nicht Marine. Fast. Tatsächlich kommt dieser immer wieder mal durch. Gott sei Dank kann ich die Segelprobe. Dann weiss ich mich wenigstens, wie ich sie auf dem Wasser bin. Also ich würde noch mein Fräuschen auf eine Segelmünze setzen. Aber es werden auch ernsthafte Themen an sie herangetragen. Zum Beispiel die Zukunft des Waffenplatz Bruck.
Wie lange dieser weiter bestehen soll, ist Diskussionsthema im VBS. Meine Aufgabe ist es, Ihnen das nochmal ein bisschen eindrücklich zu schildern, dass wir die Schenitruppe da links wegnehmen können. Aber das wäre ja also fast nicht nachvollziehbar, wenn man sieht, wie ideal dass das hier ist. Unbegrifflich. Darum müssen wir schauen, dass wir den Wasserplatz drücken können mit allen Mitteln. Ja. Die Mutigsten der Truppe trauen sich dann, eine Frage zu stellen. Jawohl, bitte. Sehr geehrte Frau Bundesrätin, Herr Grütschenk. Ja. Seid ihr zufrieden mit Ihrem Departement? Ja, man hat ja allerhand lesen mit der Departementsverteilung. Vielleicht hat er das auch mitbekommen. Und ich sage immer so, ganz ehrlich gesagt, wenn ich hätte auswählen können, hätte ich wahrscheinlich das Justizdepartement noch, von meinem Beruf her, weil ich Juristin bin. Und im Nachhinein, jetzt, als ich drin gesehen habe, muss ich sagen, Gott sei Dank, ich hatte ein riesiges Glück gehabt. Ich habe die Chance, jetzt viele neue Sachen lernen zu können. Im Justizdepartement war ich in ausgetretene Wege gekommen, die ich schon kenne. Und jetzt ist neu für mich. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Merci. Was halten Sie von Dienstpflicht für Frauen? Also für mich ist klar, dass mehr Frauen in der Armee selten sind. Jetzt sind ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, 0,7%. Das ist nicht gerade viel. Der Anteil sollte man unbedingt erhöhen, weil gemischte Teams in der Wirtschaft und überall eigentlich gute, bessere Resultate bringen. Da gibt es sogar Studien dazu. Und darum ist mir ein Anliegen, den Frauenanteil zu erhöhen. Ob wir jetzt gerade schon die Pflicht einführen, das Obligatorium machen für die Frauen, da bin ich noch nicht so sicher. Ich setze mich stark für Gleichstellungen, immer schon eingesetzt. Aber ich sage immer, ein Schritt nach dem anderen. Schritt für Schritt. Das scheint also das Motto von Viola Amherd in ihrem neuen Amt zu sein. So wie man es wohl von einer Mitte-Politikerin erwartet. Viert. Dann Sendung Rundschau Talk, die VBS-Chefin hinter den Kulissen. Sind die Nägel so angezogen für ja. Fernsehsendung? Genau. Was hätten Sie denn gern mehr natürlich und die Lippen mehr betont? Genau, natürlich. Gut. Einfach weg. Gut. Ein bisschen frisch in der Hitze. Ganz genau. Die schönen Augen kann man nicht noch mehr zu betonen. Die nicht? Sind auch so schön. Gut. Die Trainer lügen machte. Ich tue meine Sendungen nie lügen. Ehrlich? Ja. Wieso? Ja, ich bin mit mir selber sehr kritisch. Und dann lüge ich es lieber nicht. Und dann warte einfach auf Feedback von anderen. Dann kriege ich ja immer, was eigentlich gut war oder nicht so gut. Und ich tue mich eigentlich auf das verlassen. Also konsequent? Ja. Auch im Rundschau-Talk zeigt sich, dass Amherd nicht die Frau für die grossen Umbrüche ist. Das heisst, Sie müssen das ziemlich auf den Kopf stellen, den Laden und die DNA von Grund auf verändern. Kann das klappen? Ah, ich muss nicht alles auf den Kopf stellen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin, weil ich ja nicht die Armee auch nicht kennt habe, ich bin sehr positiv überrascht, was da viel gut läuft. Meistens hört man ja nur negative Sachen. Und was ich jetzt alles erlebt habe, sehr gute Leute, die super arbeiten, die engagiert sind, die Freude an der Arbeit haben, da gibt es sehr häufig Gutes. Wollen wir es fliegen? Ja, warte, ich mache jetzt ein Video. Ja. Achtung, fertig, Start. So sei ich. Vom Spaß zum Ernst. Die Bundesrätin weiß, die Bilanz ihrer ersten Amtsjahre steht und fällt mit den Kampfjets. Die Nutzungsdauer der derzeitigen FA-18 neige sich langsam dem Ende zu, sagt die Militärführung. Es brauche neue Kampfjets. Aber darüber wird wie früher das Volk abstimmen. 2014 war der damalige VBS-Chef Ueli Maurer mit seinen Grippenflugzeugen gescheitert. Die Menschen im Land sind also kritisch. Doch Amherd macht einen klugen Schachzug. Sie beauftragt den ehemaligen Astronauten Claude Nicollier. Er soll den Bericht der Armee neutral beurteilen. Nicollier ist beliebt und gilt als kompetent, weil er früher selbst Kampfjets flog. Tatsächlich bekommt die Schweiz von Nicollier dann das zu hören, was sich die Verteidigungsministerin erhofft hatte. Ich muss sagen, dieses Dokument wurde von sehr klugen Leuten gemacht. Und
Ich finde, dass es ist wert, dass man das betrachtet als die Doktrin. Dann gibt es nicht mehr diese Schwatzen über andere Optionen. Wenn ihr jetzt konkret den Kampfjet nehmt, ich kann euch erkennen, dass jemand, das ist mir noch in Erinnerung geblieben, aber was ich viel für Kinder gesetzt, für Jugendliche gegen Gewalt, gegen Jugendliche und Kinder und so weiter. Und da hat man ja das Herzblut gespürt. Und wo nimmt man das Herzblut her für einen Kampfjet auf einmal? Ich denke, das ist gar kein Widerspruch. Also ich habe mich für Kinder- und Jugendschutz eingesetzt, stark, für dass die Kinder in einer sicheren Umgebung, in einer vertrauensvollen Umgebung können aufwachsen können, was sich gut entwickeln können, was das Vertrauen zu denen, die die Verantwortung für sie haben, dürfen haben. Und wenn ich jetzt hier im Departement natürlich verschiedene Systeme anschaffen muss, wie Kampfflugzeug oder die Bodenluftverteidigung, was auch immer. Das sind alles Systeme zum Schutz der Bevölkerung und die Sicherheit der Bevölkerung. Das ist für mich ganz wichtig, weil das ist die Basis für die Entwicklung vom gesamten Land, wirtschaftlich, gesellschaftlich alles. Und darum denke ich, ist das ganz ein wichtiges Thema, das eigentlich weitergeht in dem Einsatz, den ich vorher für Kinder und Jugend hatte, jetzt für die gesamte Bevölkerung. Eine der ersten Auslandsreisen von Bundesrätin Amherd führt sie an ein Weltereignis. In Japan wird mit dem 59-jährigen Naruhito der neue Kaiser gekrönt. Banzai! Banzai! Die internationale Elite versammelt sich. Rund 2000 Gäste und VIPs aus 190 Ländern sind vor Ort. Royals, Präsidenten, Regierungsmitglieder. Mittendrin die bodenständige Walliserin. Auch sie bekommt Gelegenheit zum Austausch auf höchster Ebene. Was hat er gesagt da bei der Gratulation? Ich kann mir sagen, dass immer, wenn der Kaiser etwas redet, das Mikrofon alle abgestellt werden. Ja. Es gibt keinen Ton. Also ich habe sicher erstens gratuliert und alles Gute gewünscht, so wie man das so macht. Und habe gesagt, ich habe gehört, dass sie die Schweiz kennen. Das freut mich. Und dann hat er sofort erzählt, dass er hier schon wandern ist. Und sie sieht, ihre Schwester sie auch in Genf in der Schule gewesen. Sie war auch schon in der Schweiz gewesen. Sie ist sehr schönes Land. Und dann habe ich gesagt, das würde mich natürlich freuen, wenn sie die Schweiz mal wieder besuchte. Wir würden sie gerne hier mit uns willkommen heißen. Okay. Kaiserlicher Smalltalk in Japan, Alltagsgeschäft in Bern. Heute als Sportministerin. Ja, jetzt fahren wir fast 2 Stunden, für 5 Minuten zu reden. Renato? Ja, das hat schon etwas. Geplant ist ein Auftritt beim Swiss Olympic Forum in Interlaken. Doch der neue Kampfjet steht dennoch im Zentrum. In wenigen Tagen will sie ihre Botschaft mit Vorschlägen, insbesondere über den Kostenrahmen, an den Bundesrat übergeben. Doch Details darüber sind durchgesickert und in der Sonntagspresse erschienen. Jetzt sind ja schon die ersten Informationen in der Presse von der Botschaft, die er an den Bundesrat schicken will. Hat er die Informationen selber rausgelassen? Ist das eine Taktik? Also ich bin sehr für Transparenz, aber ich tue natürlich schon lieber meine Bundesratskolleginnen und Kollegen vor der Öffentlichkeit informieren. Ja. Also das ist sicher klar, dass solche Informationen nicht von mir ausgehen. Ich tue den Weg einhalten, was korrekt ist. Ich bin als Bundesratsmitglied auch nicht glücklich, wenn ich etwas in der Zeitung lese von einem anderen Departement, bevor das im Bundesrat überhaupt nicht ist, diskutiert wurde. Aber wie kann etwas passieren? Was ist da falsch gelaufen? Offenbar ist das heute so, dass man mit so Leaks rechnen muss. Es geht praktisch überall etwas aus. Ich habe es schon erlebt als Parlamentarierin in einer Kommission. Da hat man das Kommissionsgeheimnis. Aber es ist praktisch aus jeder Kommission irgendetwas ausgegangen. Und das ist ein Spiel, das mir überhaupt nicht gefällt. Was los an, oder?
Ganz schön. Ja, super. Sport ist viel mehr als Erfolg an Wettkämpfen. Sport ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Lebensschule. Man macht Erfahrungen, die im Leben von zentraler Bedeutung sind. Und ich möchte ergänzen, die auch in der Politik von zentraler Bedeutung sind. Lassen Sie mich das am Beispiel von Tennis erläutern. In dieser Sportart habe ich meine sportlichen Erfahrungen gesammelt. Tennis spielen heißt, einander den Ball zuspielen, aber auch zu punkten, wenn die Gelegenheit günstig ist. Stets in Bewegung bleiben, antizipieren und sein Gegenüber richtig einschätzen, um den Verlauf des Spiels zu erkennen und auch bestimmen zu können. So, hast du das heute dabei? Und schon geht's um die nächsten Terminanfragen. Die Übergabe von Prisa. Da geht es um die Swiss Cheese Awards in Bonn. Das ist ein riesiger Hall. Das sind 50 internationale Medienvertreter vor Ort. Und ziemlich gross. Euch hier vom zeitlichen her, man könnte es schieben zwar in der Agenda, aber ich denke, das ist, wird einfach nicht machbar. Als Rocklet-Liebhaber, ich gehe Garo. Aber. Auf der Dienstfahrt erhasche ich einen Einblick darin, wie Amherd sich den Ruf einer Strippenzieherin erworben hat. Es geht um ihre neue Wohnung in Bern. Ist gezügelt? Noch nicht. Ist noch nicht fertig. Auf den 1. Nein, auf den 1. Juni. Hättest du mir versprochen. Ich hoffe, dass es stimmt. Hat. Dann hattest du schon eine Sommersession. Ich tue den so. Der Session 1 bis 2 Abend. Parlamentarier zu mir heim. Oder ja. Etwas zu essen. So eine ja. Kleinere Gruppe. Mhm. Natürlich nicht unsere WBK, sondern ja, genau. Und die bräuchte man. Das ist so. Und ist auch super. Und von diesen wenigen zu sehen, das spürst du sofort. Das ist so. Auch in ihrer neuen Wohnung will sie alleine leben. Wenn man über ihr Leben oder Privatleben oder so hat gefragt, dann hat er immer vielfach gesagt, ich bin eine überzeugte Single. Nein, das habe ich eigentlich gar nie so gesagt. Das hat der Journalist so geschrieben und das haben nachher viele abgeschrieben. Ist das so? Ja, das ist ja so. Ich habe nicht gesagt, also überzeugt, das Wort habe ich sicher nie gesagt. Ich habe gesagt, ich fühle mich wohl mit meinem Leben. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Und mir geht es gut. Und das ist dann nachher daraus geworden, überzeugte, was hat er geschrieben? Überzeugte Single. Ja, aber wahrscheinlich, also überzeugt, ich bin überzeugt, dass mir gut geht und ich fühle mich gut. Mir gefällt mein Leben. Ich bin einfach zufrieden. Und mehr kann ich da nicht sagen. Also, ihr habt gesagt, ihr bekommt viele Briefe. Gibt es Briefe von Verehrer oder Verehrerinnen? Oder? Also Heiratsantrag habe ich noch keinen bekommen. Das ist nicht so. Aber wären die offen? Also, je älter das man kommt, je mehr nehmen die Eigenarten zu. Und darum strebe ich das nicht an. Das war es dann auch zum Thema Privat- und Beziehungsleben. Hier im Stockalper Schloss in Brieg war Viola Amherd jahrelang als Stadtpräsidentin tätig. Radiochefredakteur Michel Fenitz bereitet das Interview zum 1. August vor. Er kennt Amherd schon lange und nennt einen wohl zentralen Punkt für ihren erfolgreichen Start im VBS. Ich glaube, es ist eine gute Kommunikationsberatung von der Brigitte Hauser-Süss. Aber ich glaube, auch der Otto Kolbermotte, der VBS-Chef, weiss schon, wie er muss vorgehen beim Umgang mit den Medien. Und wenn man sieht, sie ist viel in den Medien präsent, aber sie kann auch die Themen setzen, eigentlich, wie sie will. Ich hätte das ehrlich gesagt nicht zugetraut. Das ist eigentlich so die Pfeife gerade durch die Decke, muss ich ehrlich sagen. Bescheiden und doch medienwirksam erscheint die neue Landesmutter zum Interviewtermin. Kann der mir vielleicht einen Knopf, nur den Kobel, zwei die Knöpfe, geht so drunter, dritte. Ja, der Kehrmigel. Ich finde keine Fehler. Ja, Frau Bundesrätin, ist das nur ein Schweizer Eigenart? Ihr seid ja auch schon im Ausland gesehen, zu Wien zum Beispiel bei den Unterverteidigungsministern, dass man hier eine Regierung zum Anfassen hat. Eigentlich. Das ist
außergewöhnlich, oder? Ja, ich denke, das ist einmalig. Wir haben nur so eine hohe Sicherheit in unserem Land, dass wir das erleben können. Ich meine, in Deutschland, Frau von der Leyen ist mit 6 eigenen Leibwächtern aus Deutschland auf Wien gekommen. Da sind natürlich die örtlichen Sicherheitspolizei, die uns begleitet. Ich bin sozusagen alleine gekommen, also mit meiner persönlichen Mitarbeiterin. Und der militärische Berater, Sicherheitsleute, haben wir keine mitgenommen von uns. Also, das sind ganz andere Dimensionen. Da haben wir noch ein riesiges Glück. Auf Tuchfüllung mit dem Volk geht die Walliserin dann in Münster im Obergums. Die erste 1. August-Rede in ihrer Karriere. Ein Heimspiel. Gut. Flott, dass du mal ins Gums kommst. Das ja, finde ich super. Mann, Mann. Hey. Jetzt gut? Ja, und dir? Ja, sicher. Ja. Für mich ein Selfie. Ein Selfie, jawohl. Ich bin von Genf. Wunderbar, danke schön. Bitte gerne. Bedanken für die klaren Worte, die ihr jetzt so hätte müssen. Ich habe eine Angestellte, die das Geschäft verkauft hat, die mit ihm im gleichen Block aufgewachsen ist. Ah ja. Je veux l'envoyer à notre ministre à Paris, aussi ministre Madame Parly. De l'armée. Oui, j'ai fait déjà connaissance. Ja, merci. Vor allem in der gleichen Partei sind, aber wir starten nicht mit ihr. Da bin ich froh. Das ist also ganz wichtig. Ich finde es super, dass Sie da sind. Ah, super. Sali. 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 Ja, schon. Sali, hoch da oben. Wo ist der Sali, Herr Bild? Geht's? Alles Gute. Ja. Nicht nur gut. Gut. Ja. Ich hätte mit der Noah, der Abt Martin, würde ich gerne mal mit dir zusammen bei mir Kohleri essen. Ja, da ist Chefin für die Termina. Mich überrascht, wie sehr Amherd das Bad in der Menge genießt. Aber auch hier in der Volksfeststimmung nutzt sie die Chance, um Werbung für den Kampfjet zu machen. Ich bin stolz als Vorsteherin, das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport führen zu dürfen. Ein 12-jähriges Mädchen aus Srebrenica wurde vor ein paar Jahren gefragt, was ist Heimat? Und es antwortete, Heimat ist da, wo ich keine Angst haben muss. In der Zeit, in der heutigen Zeit, in der wir leben, sind kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Staaten, aber auch Terroranschläge gegen die Gesellschaft an der Tagesordnung und in weiten Teilen der Weltrealität. Tatsache ist, dass praktisch alle Mittel zum Schutz der Schweiz vor Gefahren aus der Luft erneuert werden müssen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden voraussichtlich im Herbst 2020 über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge abstimmen können. Das heißt, Sie alle, die Sie hier anwesend sind, Sie können über Ihre Sicherheit, Ihren Schutz mitentscheiden. Ich habe noch nie gesehen. Aber super. Ja. Wisst, dass es kommt? Nein, ich habe nicht gewusst, dass ich so gut tanzen kann. Aber es ist wirklich super. Ja, sie hat vorher schon gefragt, aber ich bin nicht so ein guter Tänzer wie sie. Ja. Walliser Aprikose. Das ist eigentlich meine liebste Konfitüre, Amrich. Ah ja? Mhm. Und nachher so Himper. Ja. Heiper. Ich habe noch gerne die Orangen oder die Kürbisse. Ah, und noch beide die liebsten. Geht doch erst Aprikose. Nein, immer nicht. Ich kann da nur von Fahren und von Vorfahren. Ich brauche so wenig. Jetzt geht es mir kaputt. Was mir nicht gefällt, ist jetzt beim Recherchieren so brell. Man weiss viel politisch, was er gemacht hat oder so.
Aber wenn ich frage, wie ist denn die Viola Amhard eigentlich, dann sagen viele, ja, ich kenne sie eigentlich nicht näher. Ja, aber vielleicht, weil ich nicht die bin, die gross immer überall miteinander war. Ich bin wohl, wenn ich sehe, viele so fest in den Zoo gegangen. Aber ich bin eher in dem Sinne der zurückhaltende Typ immer gewesen und ich werde das auch bleiben. Ja. Also nie über die Stränge schlagen, oder? Ja, das sage ich jetzt lieber nichts. Es hat sicher auch Zeiten gegeben, wo ich ja, aktiver war und sagen wir, auch während dem Studium mit Kollegen um uns gegangen und so. Und das gehört auch dazu, selbstverständlich. Viel mehr als ihre Lieblingskonfitüre ist auch hier nicht drin beim Thema Privatleben. Immerhin, auf eine echte Trouvaille aus ihrer Kindheit stieß ich im Fernseharchiv. Das Dreiländerspiel, aufgenommen 1976 in München. Unser Team aus der Schweiz. Und Viola, über Brieg, was kannst du uns da sagen? Was sehen wir denn auf diesem Bild? Wir sehen auf diesem Bild das Stockhalper Schloss. Das wurde im 17. Jahrhundert erbaut. Von wem? Vom Jodok von Stockhalper. Ja. Er hatte das Salzmonopol in der Schweiz. Wir haben zwei Kübel voll Wasser. Und hier haben wir zwei Behälter. Einer, der fasst 3 Liter Wasser, der andere fasst 5 Liter Wasser. Eure Aufgabe ist, durch Umleeren 1 Liter abzumessen. Ganz genau 1 Liter. 1 Liter abmessen. Einfach mal anfangen, würde ich. An die Schweizer 30 Punkte, die waren zuerst. Was wollt ihr denn mit dem Geld machen? Habt ihr eine Reisekasse in der Schule? Da die Klasse uns gewählt hat, hier mitzumachen, wollen wir das mit denen besprechen. Lassen wir die das machen. Gut, macht ihr das so, ihr nehmt das Geld mit und sagt hier 300 Fränkli? Nicht ungefähr ist das nämlich, der Umrechnungskurs ist gleich. Bundesratsferien auf der Bettmeralp. Doch eine Armeechefin ist auch in der Gondel nicht sicher vor Kritikern und Fans. Hallo. Was die filmen? Weiß ich, Frau Lammert. Ja, genau. Grüezi wohl, gute Bundesrätin. Endlich einmal eine Frau, die das Militärdepartement führt. Weiter so. Die, die gegen die Schweizer Armee sind. Ich sage jetzt gerade offen, ich will nicht politisieren, ich habe den ganzen Tag Politik und Toren. Die sehen nicht von A nach Z. Wer hat damals Randa aufgeräumt? Die Unwetterkatastrophen, Goms, Überschwemmungen, Brig zum Beispiel, Randa. Braucht es Flüger für Brig aufzuräumen? Flüger? Das ist eine gute Frage. Wir brauchen Luftwachen. Also für Brig aufzuräumen, vielleicht jetzt nicht ganz. Aber wir brauchen einen gesicherten Luftraum. Genau. Und genau die, die gegen die Flieger sind, müssen ja nicht um 20 Jahre jammern, wäre die Sicherheit nicht da. Aber nein. Das wissen wir ja besser, als ich hier sein kann. Nein, ist, soll man ehrlich sein. Sagen, genau. Arbeiten, aber ja, solange man sie hat, müssen wir auch die Mittel geben, dass man arbeiten kann. Das ist ja so. Und sonst ist das auch nicht korrekt, wenn man so etwas Halbpatziges hat, wo, wenn es darauf ankommt, dann nichts machen kann. Richtig. Ich wollte mal fragen, ihr seid gegen die Armee gewesen? Ich habe dann für die Abschaffung gestimmt, ja. Jetzt? Ja, jetzt. Ich weiß es nicht, ich bin nicht so sicher. Also, ich weiß nicht, ich bin jetzt schon ein bisschen weit von der Armee weg, aber ich weiß nicht, was sie als Bedrohungslage wirklich sieht im Moment. Also, ich denke, man hat natürlich schon stark angepasst. Der letzte sicherheitspolitische Bericht sagt klar, dass man nicht mehr von traditionellen Konflikten ausgehen kann, wie es sie waren, dass es total unterschiedliche Formen gibt, sogenannte hybride Konfliktsituationen, wo Cyberangriff sein und den anderen dazu, man weiss nicht recht von wo, dann passt man sich schon an. Konkret habe man, so Amhard, die Spionageabwehr ausgebaut mit 109 Stellen im Nachrichtendienst. Auch für die Cyberabwehr will sie mehr Personal und eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Ausland. Die internationale Sicherheitslage verschlechtere sich. Die Hauptgefahren für die Schweiz seien Cyberangriffe und Terrorismus. Was ich auch nicht glaube, ist, dass die Schweiz in der Lage ist, ihre Grenzen zu schützen. Oder? Das ist eigentlich rein unmöglich. Das bin ich einig. Wir haben einen grossen Geländevorteil, unsere Berge, die Alpen. Das darf man gar nicht unterschätzen. Wir kennen unser Gebiet und wir werden unterschätzt. Wir haben eine sehr gut ausgebildete Armee.
Da müssen die Frau Amherden Schutz nehmen. Und damals der Herr Maurer wäre eine sehr starke, gut ausgebildete Armee. Ich denke, wichtig ist euch, dass wir innerhalb von Europa euch unsere Aufgabe wahrnehmen und für die Sicherheit euch etwas machen. Wir können uns nicht nur auf die anderen verlassen. Das wäre die Solidarität ausgenutzt. Uns geht es wirtschaftlich gut und wir wären ausgerechnet die, die nichts machen. Und sagen, die anderen sollen dann lügen. Das geht nicht. Schönen Tag. Kann uns Hotel zusammen. Ja, ja. Schönen Tag. Ade. Der Ernstfall tritt schon einen Monat später ein. März 2020. Die Armee macht mobil gegen das Coronavirus. Eine Mobilmachung der Armee in diesem Ausmaß hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Achtung! Herbstkompanie, Blut! Elf, ab! Als Ihr Kommandant bin ich stolz auf Sie. Jeden von Ihnen hat vielleicht Ängste. Was passiert mit mir? Wie geht es weiter? Wie lange? Aber seien wir mutig. Und leisten wir das, was von uns verlangt wird. Madame Amherd. Ja. Besuch bei Spital- und Sanitätssoldaten im medizinischen Einsatz. Merci beaucoup, je dois la mettre. Tirez. Okay, merci. In diesem Zelt wird an Soldaten geübt. Für den Fall, dass die tatsächliche Patientenzahl die Kapazität des Kantonsspitals übersteigen sollte. Das hier ist ein Beatmungsgerät. Mit dem hier simulieren wir eine Lunge. Das zeigt, wie eine künstliche Atmung funktioniert. Die Soldaten dort bei der Triage, bringen Sie Patienten hierher, die nicht ins Spital können? Momentan ist es im Spital ruhig. Wir brauchen die Zelte hier nicht. Wenn es zu einer Krise käme mit einem starken Anstieg von Patienten, würde man diese hierher bringen. Okay. Vielen Dank Ihnen allen, den Frauen und den Männern hier für Ihre Arbeit. Rund 5000 Soldaten wurden aufgeboten. Sie helfen in Spitälern oder beim Krankentransport. Aber bei weitem nicht alle. Viele wurden über Wochen in Reserve gehalten, ohne je wirklich helfen zu können. Zudem gab es Fälle, in denen Spitäler Pflegepersonal in Kurzarbeit schickten und durch Soldaten ersetzten. Es lief einiges schief. Auch während der zweiten Corona-Welle im Herbst bekamen Soldaten ein Aufgebot. Aber diesmal nur mehr ein paar hundert. Jetzt im Herbst ist es eigentlich von den Toten her oder von der Ansteckung fast schlimmer als am Frühling, aber es sind viel weniger Soldaten im Einsatz. Ist das quasi, dass man das anerkennt, dass man im Frühling vielleicht zu übertrieben hat oder zu viel mobilisiert? Das ist ja so, die Armee hat ja nicht sich selber in dem Sinn mobilisiert oder sieht, wie viel das wo sollen gehen. Das sind immer Gesuche von den Kantinen gekommen. Und da hat man jetzt im Nachhinein gesehen, dass die Kantinen vielleicht zu viel verlangt haben. Aber ich mache denen auch keinen Vorwurf. Die haben ja auch nicht genau gewusst, wie das funktioniert. Man hat die Bilder von Italien gesehen, wo die Armee mit Camion Leichen abtransportiert, Lastwagen. Und das waren natürlich furchtbare Bilder. Und das sind alle halt auf Nummer sicher gegangen. Und das haben wir gesagt, dass, wenn wir nur mal einen Einsatz geben, müssen wir das besser machen. Und so war es jetzt so, dass man nicht alle Gesuche bewilligt oder nicht alle im vollen Umfang hat bewilligt. Es ist September. Heiße Phase für Viola Amherd und die Abstimmung über neue Kampfjets. Die Umfragen prognostizieren ein solides Ja. Ich mache Ihnen dann so das Zeichen, dass Sie hinten rumgehen. Wenn Sie es einmal. Das ist für Sie gut. Hinten rum und dann werden Sie da bewegt, wie ihr wisst.
Die Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf ist eine wichtige Vertreterin des Nein-Lagers. Es geht in die Gegenrichtung, was ihr würdet wünschen, die Umfrage, die ihr erwähnt. An was liegt das? Was meint ihr? Ja, es ist natürlich so, dass das, was der Bundesrat sagt, natürlich meistens sehr hohe Glaubwürdigkeit hat bei der Bevölkerung. Und es liegt, glaube ich, jetzt in dieser speziellen Fall auch an der Bundesrätin Viola Amherd. Inwiefern? Sie ist sehr beliebt beim Volk, sie kommt sehr authentisch über, wirkt sehr geerdet, wirkt sehr sachlich und das ist natürlich für uns leider, ich mache es ein bisschen schwieriger. Ich hätte viel lieber gewählt Ueli Maurer als sie, weil dann könnte man so voll losbrechen und hier auch immer ein bisschen beissämig, wie ich ja eigentlich finde, sie macht das super. Was nützt uns? Kampfflugzeuge, geschützten Luftraum, wenn wir keinen Planeten mehr haben, wo es zu schützen gibt, wenn wir den nämlich zerstört haben. Ich glaube, das ist die viel wichtiger und wesentliche Frage. Also ich sage dazu gar etwas. Man kann wirklich nicht eins gegen das andere ausspielen. Ihr könnt sagen, was nützend ist Kampfjets, wenn der Planet kaputt ist. Wir können sagen, die Befürworter, was nützt ist ein grüner Planet, wenn wir angegriffen werden und getötet werden. Wir sind in einem Land, wo wir im Frieden leben, Gott sei Dank. Schauen wir mal in andere Länder, wo kriegerische Auseinandersetzungen sind. Da hat man immer Zeit, über das Klima zu diskutieren. Also, fertig. Neben Kampfjet und Corona beschäftigt Viola Amherd schon während ihrer gesamten Amtszeit eine weitere Herausforderung mit Explosionsgefahr. Das Munitionslager mit Holz im Kandertal. Die Felswand über den Munitionskammern ist auf 100 Meter Länge eingestürzt. Alle Häuser von Mitholz sind zerstört oder beschädigt. Im Dezember 1947 explodierten hier über 800 Tonnen gelagerter Munition. 9 Menschen kamen dabei ums Leben, darunter auch Kinder. Hunderte von Metern im Berginnern finden wir im Schutt noch immer zerfetzte und intakte Munition aller Art. Ortstermin an der Unglücksstelle, zusammen mit lokalen Politikerinnen und Spezialisten. Merken Sie sich auch den Weg, den wir jetzt angehen, weil es ist auch der Fluchtweg. Wenn ein Alarm wäre, dann müssen wir den gleichen Weg wieder alle rauskommen, gesund, so wie sich das gehört. Ich bin jetzt gespannt drauf. Das Dossier kenne ich jetzt auch, aber... Ja, das ist ja. Jahrzehntelang galt das Risiko von weiteren Explosionen als tragbar, bis neue Studien aufzeigten, die restlichen rund 3.500 Tonnen gelagerter Munition sind meist noch aktiv und könnten explodieren. Zusätzlich zur Sicherheitsunterweisung müssen alle einen Notfallkontakt angeben. Tiefer im Stollen ist Filmen streng verboten. Die Kameras könnten, genau wie Handys, einen Alarm provozieren. Dies könnte die Evakuierung der ganzen Region zur Folge haben. Amherd und ihre Delegation schauen sich vor Ort solche Munitionskammern an. Wie soll all die Munition geborgen und vernichtet werden? Eine komplexe und gefährliche Aufgabe. Und sehr teuer dazu. Man rechnet mit bis zu 1 Milliarde Franken. Die Menschen in Mitholz warten mit Bangen auf Entscheidungen des VBS. Also, ich bin dran am Dossier und es liegt mir auf dem Magen. Wieso? Ja, ich wohne nicht hier, aber ich fahre natürlich viel vorbei. Also, das ist klar. Ich kenne das euch. Ich habe mir das wahrscheinlich euch einfacher vorgestellt, weil wenn ich das Departement habe übernommen, mich in die Dossier habe ich geschafft, habe ich natürlich verantwortlich sofort zu mir gekommen und habe gesagt, dass man erst Mitte 2020 mögliche Varianten hat. Das ist für mich irgendwie nicht verständlich. Und ich begreife die Bevölkerung, die sagt, das ist zu spät. Das geht mir genau gleich. Ich habe gesagt, es gibt nicht die Möglichkeit, sofort Massnahmen zu treffen. Und ich habe mich eines Besseren belehren müssen, dass das eben nicht so einfach ist. Aber ich bin nicht Munitionsspezialistin.
bin nicht Ingenieurin, da kann ich auch nicht mehr sagen, ausser dass ich das Vertrauen zu unseren Leuten habe. Merci. Was macht man überhaupt noch als Bundesrat? Wenn ja. Die Experten sind da, was sagen, was lang geht? Nein, die Experten die haben Lösungsmöglichkeiten aufzeigen oder eben zeigen, was technisch machbar ist. Und wir müssen das natürlich nachher umsetzen in Entscheiden, in politische Entscheiden. Es nützt nichts, wenn wir einen Expertenbericht haben. Nachher passiert mit dem nichts mehr. Das ist die Aufgabe der Politik, nachher zu entscheiden, wohl mit dem Vorschlaggeber oder mit dem anderen und nachher auch schauen, dass die Finanzierung kommt und dass man es politisch umsetzen kann. 8 Monate später ist die Entscheidung getroffen. Doch die ist nicht erfreulich. Ein ganzes Dorf muss weg. Mit Holz im Berner Oberland wird geräumt, damit der Bund ein Munitionslager abtragen kann. Das ist der rund 170 Dorfbewohner gestern von der Bundesrätin Viola Amherd persönlich erklärt worden. Für die Bewohner ein harter Schritt. Es ist einfach für einen alten Menschen nicht mehr so gut. Wir sollen einen alten Baum nicht mehr entwurzeln. Der kann nicht mehr anwachsen. Also, da ist im Zogenwasser gekommen. Das ist also schon hart. Ich habe mir jetzt vorgestellt, ich wäre da alt, oder? In diesem Dörfchen noch weiter alt. Das war das halt etwa nichts. Selbstverständlich ist es schöner, wenn man positive Botschaften bringen kann. Aber für die Bevölkerung ist es ganz wichtig, wenn sie weiss, woran das ist. Und darum müssen wir offen und transparent informieren und nicht die Sache beschönigen. Das bringt niemandem etwas. Ich hatte hier das Gefühl, ihr seid sehr offen, sehr sachlich, aber eigentlich auch mit den Emotionen zurückhalten. Ist das so? Das kann schon, weiss nicht wie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Bundesrat OG vergleiche, ja. Oder mit dem Churchill, der ich sehe Blut, Schweiß und Tränen. Nein, ich überlege mir nicht, ob ich in die Geschichte gehe oder setze von mir in die Geschichte zu gehen. Ich probiere einfach die Leute auf einer Ebene anzusprechen, was sie verstehen. Und ich glaube, das ist auch verstanden worden, als ich gesagt habe, geht es mit Holz. In dem Sinne habe ich eine grosse Empathie mit diesen Leuten, weil ich euch als Gemeindepräsidentin euch gesehen habe, wie so Situationen sind. Und darum geht es mir nicht darum, mich da gross in Szene zu setzen. Oder, oh, die hat jetzt da, weiss Gott, was für eine Ansprache gehabt. Der Satz wird dann immer wieder zitiert. Mir geht es darum, mit diesen Leuten normal, einfach zu reden, so wie ich bin. Und dass man die Wahrheit sagt, korrekt, normal, aber nicht das riese Tamtam. Das ist mir sowieso nicht gegeben. Ich kann das nicht gerne. Am 27. September 2020 ist dann der Tag der Wahrheit für den Kampfjet. Abstimmungstag. Gerne hätte ich Viola Amherd mit der Kamera begleitet, aber sie wollte nicht. Vielleicht hatte sie eine Vorahnung. Wir sind wieder zurück hier bei uns im Abstimmungsstudio, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In einem ultra spannenden Abstimmungssonntag. Kampfjets haben wir schon vorher eine Hochrechnung gehabt, die schlicht 50-50 sagt. Und es bleibt bei 50-50. Also immer noch alles offen. Ja, es ist tatsächlich so, viele lachende Gesichter, fröhliche Gesichter bei den Gegnerinnen und Gegnern. Ja, nach diesen Umfragen im Vorfeld, die ja eher schlecht ausgesehen haben für uns, ist es natürlich jetzt auch für uns eine Überraschung und natürlich eine super positive Überraschung. Und ich bin sehr, sehr froh, darf ich noch heute Nachmittag lang da sein und das knappe Resultat abwarten. Es ist so ein klassischer Stadt-Land-Graben, leider halt wie das so oft war in Armeefragen. Aber ich denke, ich hoffe natürlich immer noch, dass die Bevölkerung ganz klar sieht, dass wenn wir jetzt das ablehnen, dass wir damit eigentlich die Neutralität, die Souveränität von unserem Land aufgeben. Wir wissen jetzt auch, wie es rauskommt bei den Kampfjet und das sehen Sie jetzt. Mittlerweile ist nämlich auch der letzte Kanton ausgezählt. Und das gibt dann in der Schweiz ein Ja von 50,1%. Das heisst, die Kampfjet-Vorlage ist ultra knapp angenommen worden. Im Medienzentrum Gratulationen. Zumindest von den bürgerlichen Ratskollegen. Steig vom Herz. Warum wurde es so knapp? Ich glaube, dass es nur angenommen worden ist, weil Viola Amherd einen guten Abstimmungskampf gemacht hat, muss ich erweisen. Aber eigentlich leidet die Armee unter einem Glaubwürdigkeitsproblem. Und ich glaube, die Armee muss ein bisschen über die Bücher, auch wenn sie jetzt haarscharf gewonnen hat. Sie dankt es Viola Amherd und niemandem anderen. Und
Ich glaube, es ist wirklich der Moment, um ein paar Sachen zu hinterfragen in dieser Verteidigungspolitik. Warum war das Resultat so knapp gewesen? Wenn man jetzt auch die Nachbefragungen und das ein bisschen natürlich zurückstudiert, sieht man halt schon, dass momentan die Situation mit der Pandemie, mit Ängsten, mit wirtschaftlichen Einbüssen, dass da eine grosse Rolle gespielt hat, dass die Leute Angst haben. Sie haben wirtschaftliche Probleme und darum sind sie zurückhaltend gewesen. Jetzt aber das Jahr hat euch stark mit euch zusammengehangen. Das sind sogar die Gegner gesehen und das zeigen euch Umfragen. Dass die Sympathiewerte hoch sind. Am Schluss war die Entscheidung, dass man mehr hat Ja gesagt zu euch als Ja zum Kampf hat. Wie geht ihr mit dem um? Also das Volk verliert eigentlich. Wir hätten vom Volk eher der Gegenwehr gewesen, aber dank euch. Wenn es ein Ja zu mir wäre, hätte ich das schon lieber ein bisschen mehr Prozent gehabt. Jetzt geben wir aber nur das Klasse kaufen, bevor das wir uns führen. Löw? Ja, am Löw. Das ist gut. Das Klasse? Ja, aber das müsst ihr nicht filmen. Wieso? Ja. Was Viola Amherd mir zu zeigen bereit war, das hat sie gezeigt. Ein Hauch Privates und einen Einblick in den Politalltag der ersten Verteidigungsministerin der Schweiz. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.